Heute kochen wir wieder mit dem MCC, aber wir benötigen heute auch den Backofen dazu, denn wir machen ein leckeres Kartoffelgratin und wir machen Chicken Nuggets dazu, aber vegane Chicken Nuggets. Und wenn euch das interessiert, bleibt unbedingt dran, denn bereits nach einem kurzen Intro legen wir mit dem Kochen des Gratins los. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Kochvideo mit dem MCC auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt, TTKW. Mein Name ist Susch Vinzenz und ich habe wieder meine beiden Assistentinnen dabei, die mir die, ja, Kartoffeln reiben, ihr hört's, ja, Kartoffeln reiben, zubereiten, vorbereiten und so weiter. Und wenn euch Kochvideos interessieren oder Videos mit dem MCC, dann lasst unbedingt ein Abo da, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Aber legen wir los. Wir benötigen 200 Gramm Bergkäse oder Emmentaler mit 45% Fett. Wir benötigen 1 Kilogramm Kartoffeln. Wir benötigen 350 Milliliter zimmerwarme Sahne. Wir benötigen ein Lorbeerblatt. Wir brauchen 100 Milliliter zimmerwarme Gemüsebrühe, eine Knoblauchzehe und 2 Schalotten mit je 40 Gramm. Wir brauchen eine Prise Pfeffer, ein Viertel zum Teelöffel Salz und 2 Messerspitzen Muskat sowie etwas Butter, um die Auflaufform einzufetten. Den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen oder natürlich auf Umluft, dann könnt ihr ein bisschen runtergehen, 160 bis 170 Grad und eine Auflaufform einfetten. Ja, das darf eine der Assistentinnen machen. Ach so? Vom Auflauf, vom... Wenn ich mal dazwischen grätschen darf. Ja, natürlich. Liebe Freunde, was wichtig ist, die Kartoffeln, ich will ganz ins Bild hier, die Kartoffeln müssen vorher unbedingt geschnitten werden. Das dauert 100 Jahre und achtet auf eure Daumen. So ist das. Das muss ein richtig scharfes Teil sein. Wir haben nur so einen Gurkenhobel und das geht nicht. Und am besten hauchdünn schneiden die Kartoffeln. Haha. Umso dünner, umso besser. Ja, viele Fingernägel mit drin im Essen. Ja, genau. Ja, das ist also das. Das muss man echt wissen. Das braucht Zeit und Nerven. Ihr hört es. Ja, Backofen vorheizen, davon halte ich eigentlich nichts, denn ein Backofen vorheizen hat eigentlich nur diesen Zweck, warum das auf allen Verpackungen draufsteht. Das schreiben die nur drauf, weil jeder Backofen unterschiedlich ist und wer seinen Backofen kennt, der braucht ihn auch nicht vorheizen. Das geht nur darum, dass eine Anfangstemperatur dann von zum Beispiel 200 Grad besteht und deswegen steht das auf den Verpackungen immer drauf. Also wer seinen Backofen nicht vorheizen möchte oder muss, der kann dies auch natürlich lassen. So, jetzt den Emmentaler oder den Bergkäse. Das ist jetzt ein Bergkäse, welchen wir entrinden sollen. Ein Bio-Bergkäse entrinden und in kleine Stückchen schneiden. So, wir entrinden jetzt den Bergkäse. Diese schöne Rinde könnt ihr natürlich auch euren Hunden geben. Die müsst ihr nicht wegwerfen oder euren Vögeln, Katzen. Ihr seht, der Vogel setzt sich schon auf die Kamera oben drauf, wo ich ihn eigentlich nicht haben möchte. Komm mal her. Komm her. So, du kannst den Bergkäse essen, wenn du möchtest hier. Oder so, die Kartoffeln sind fertig. Die Rinde. Ich schaue jetzt mal die Rinde. Die jammern hier schon rum. Zum Beispiel mit dem So, und ihr wisst ja, wenn das unser Kochbereich fertig ist, wenn das Essen zubereitet ist, könnt ihr auf unserem anderen Kanal dann zuhören auf Sounds to Go, wie wir essen,
mit Gesprächen und so weiter. Ihr könnt euch da gerne einbringen, ihr könnt uns Themen vorschlagen, ihr könnt kommentieren und so weiter. Also ihr werdet zum Essen nicht alleine gelassen. Das Video wird auch immer entsprechend am Ende verlinkt. So, nun schneiden wir den Käse in 1,5 cm Kantenlänge und geben diesen in den Mixbehälter hinein. Wir machen den Deckel darauf und ihr kennt ja wahrscheinlich noch den Trick, den ich euch gezeigt habe. Wenn euer Deckel schwer darauf geht, reibt den Gummi mit etwas Öl ein. Ja, das Ganze wird nun gehäckselt bei einer Häckselstufe von 8. Also wenn ihr keine MCC habt, könnt ihr auch einen Mix, einen normalen Standmixer nehmen oder ein ähnliches Gerät und das Ganze für 10 Sekunden. So, ihr seht, der Vogel, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber er füttert gerade die Hunde mit den Käsestückchen, mit der Käserinde. Den gehäckselten Käse füllen wir nun in eine Schüssel um. So sieht das Ganze aus. Und wenn ihr euren MCC nicht an einem Griff halten möchtet, dann habe ich hier einen Spezialgriff für euch. Ich verlinke euch den unten auch mal. Den könnt ihr hier seitlich einführen. Moment. Hier wird der einfach eingehängt und reingeschoben. Und so könnt ihr euren Mixbehälter besser halten und ausleeren. So, jetzt kommt 1000 Gramm, also 1 Kilogramm festkochende Kartoffeln schälen, waschen und in hauchdünne Scheiben schneiden oder hobeln. Das macht ja bereits meine Assistenz. Und diese geschälten, geschnittenen Scheiben werden nun in diese gefettete Auflauf hineingelegt. Meine beiden Frauen, meine Haupt- und meine Nebenfrau haben gemeint gehabt, ich soll diesen Bräter hier nehmen anstatt eine Auflaufform. Und ihr wisst ja, immer was die Frau sagt, wird dann getan. Na, ihr wolltet das so. Ja. Und dann füllen wir jetzt mal die geschnittenen Kartoffeln. Die haben die wunderschön geschnitten, muss ich sagen. Schön hauchdünn. Sie haben sich aber beide verletzt. Die eine am Kopf, die andere an der Hand. Tja, ob das am Kopf schon immer war, wer weiß es, wer weiß es. So, wir füllen das Ganze hier um und verteilen die Kartoffelscheiben nun in diesem Bräter. Ihr werdet sehen, wie es wird. Vielleicht nehmt ihr dann auch einen Bräter oder eine Auflaufform. So sieht das Ganze aus. So, dann zwei Schalotten abwiegen, schälen, vierteln und in den Mixbehälter geben. 40 Gramm. Eine Knoblauchzehe schälen und dazugeben. Ja, sie haben es gut gemeint und haben sie gleich klein geschnitten. Hätte gar nicht sein müssen. Also ihr könnt die einfach... Das ist verdammt. Komplett... Nee, ich sag ja, ihr habt es gut gemeint. Aber hätte nicht sein müssen. Man macht und tut den ganzen... Diese Arbeit übernimmt wirklich der MCC. Das Kartoffelschneiden hat er leider nicht übernommen. Haben ja beide gedacht, der übernimmt das mit dem Kartoffelschneiden. Mir war eigentlich klar, er nimmt es nicht. Männer. Ja, das ist... Es ist ein Männergerät und vielleicht kommen Männer einfach damit besser klar. Das denke ich, ganz sicher. Das wird es sein, ne? Ja. Was denkt ihr? Schreibt es mal unten in den Kommentaren. Genau, ist das eine Männermaschine oder ist das eine Frauenmaschine? Wir glauben, das ist eine Männermaschine. Die steht ja jedes Mal wieder Ochs vom Berg. Aber Männer finden das großartig. Schreibt mal, welche Frau mit dem MCC kocht und ob sie damit gut klarkommt. So, jetzt Deckel drauf, für 2 Sekunden die Turbo-Taste drücken, um die Schalotten und den Knoblauch klein zu häckseln. Ist zwar schon geschehen, aber wir machen es trotzdem nochmal. So, jetzt kommt diese Geschichte mit dem Spatel nach unten schieben. Passt auf, die Dämpfe
sonst fangt ihr wieder an zu heulen. Oder ich. Jetzt kommt die zimmerwarme Sahne hinzu, 350 Gramm, also 350 Milliliter. In einem Becher sind 200 Gramm, das heißt, wir brauchen fast zwei komplette Becher. Den Rest könnt ihr euch in einen Kaffee machen. Macht euch einen leckeren Kaffee dazu, schüttet die 50 Gramm hinzu oder einen Latte Macchiato. Jetzt kommen noch die 100 Milliliter zimmerwarme Gemüsebrühe hinzu. Ist die Gemüsebrühe vorbereitet? Ich glaube es nicht. Nein, vor allem nicht zimmerwarm. Nicht zimmerwarm, genau. Seit Stunden steht sie, damit sie zimmerwarm. Wir haben keinen kleinen Topf mehr, da ist egal was. Eine Schüssel, komm. Das ist eine Schüssel. Das geht um wie viel? 100 Milliliter. Okay, das ist ja aber ganz wenig. Das könnt ihr dann Wasserkocher kochen. Das ist zimmerwarm, das ist ja dann nicht zimmerwarm. Das ist noch nicht zimmerwarm. Naja, zimmerwarm dann ist aus dem Hahn. Dann machen wir es nicht so heiß, oder? Ach so. 100 Milliliter zimmerwarme Gemüsebrühe, wir geben sie dazu. So, jetzt eine Prise Pfeffer. Ein Viertelzer Teelöffel Salz. Ein Lorbeerblatt. Und zwei Prisen Muskat. Diese muss ich erst reiben, da wir komplette Muskatnüsse haben. Das machen? Ich mach. Oder willst du? Nee, ich sitze ja schon dabei. So, das reicht. Jetzt machen wir den Deckel wieder drauf und kochen das Ganze bei 100 Grad bei einer Rührstärke von 3 für 5 Minuten. Nach 5 Minuten ist es fertig, eure Soße. Ihr nehmt diese heraus, beziehungsweise macht den Deckel ab, schüttet die Soße über eure Kartoffeln in der Auflaufform, beziehungsweise in dieser Bräteauflaufform. Passt auf, wo das Lorbeerblatt hinfällt, denn dieses solltet ihr dann natürlich entfernen. Und glücklicherweise ist es im Kochtopf drin geblieben, also so muss ich das auch nicht entfernen. Jetzt noch den Käse darüber verreiben, beziehungsweise streuen, weil gerieben ist er ja schon, oder zerhackt ist er. Und wir verteilen ihn jetzt gleichmäßig. Es ist wirklich richtig schön viel Käse. Nun kommt die komplette Auflaufform für 45 Minuten in den Backofen. Nach 45 Minuten könnt ihr noch schauen, ob ihr ein bisschen länger braucht, wenn die Kartoffeln noch roh sein sollten. Also das sollte alles goldbraun überbacken sein, das werdet ihr nachher sehen. Durch die große Fläche kann es natürlich sein, dass es schon schneller gar ist, aber das sehen wir dann gleich. Also ich höre gerade meine beiden Frauen an. Schon online beide in den Daumen geschnitten und ja, wir können auch Pflaster unten drunter verlinken, die sie jetzt verwenden. Wir schieben das Kartoffelgratin rein, stellen unseren Timer auf 45 Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder. Und die Dreiviertelstunde ist um und es riecht sehr lecker und es sieht auch sehr lecker aus. Schaut es euch mal an. So sieht das Ganze aus. Und jetzt werden wir es mal antesten. Jetzt werden wir mal antesten, wie es schmeckt. Wie gesagt, es gibt hier vegane Chicken Wings dazu. Absolut delicious. Probiert es aus. Wie gesagt, denkt daran, ihr braucht einen Backofen. Die Kartoffeln brauchen die meiste Zeit, diese in Scheiben zu schneiden.
damit diese dünn sind. Es schmeckt aber hervorragend, wie diese Chicken Wings schmecken, erfahrt ihr dann auf meinem anderen Kanal. Bleibt gesund und unser Essen bekommt ihr auf Sounds to Go zu hören. Macht es gut, schreibt eure Fragen unten in den Kommentaren, lasst ein Like da, darüber würden wir uns sehr freuen. Ansonsten abonniert gerne den kostenlosen Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wir danken euch fürs Zuschauen. Ciao und bis bald. Euer Zusch Vinzenz mit Assistentin. Tschüss. Und nun legt euch wieder hin und hört uns beim Essen zu. Ciao und bis bald.